Und dann 1918, der Krieg war vorbei, aber mein Eid doch nicht. Wer konnte mich davon freimachen? Der Eid hat mich nach 1918 belastet, weil ich ja der Meinung war, wenn ich einem Menschen etwas gelobe im Namen Gottes, dann kann mich auch nur Gott von diesem Gelöbnis entbinden. Da habe ich mir gesagt, jetzt leiste ich keine Eide mehr. Dieses "so wahr mir Gott helfe", das würde ich nie mehr in meinem Leben wieder aussprechen. Gebunden an den Eid.